Der Brief des Jakobus Der Jakobusbrief wird dem Herrenbruder Jakobus zugeschrieben, doch wahrscheinlich ist er erst zwischen 80 und 100 nach Christus entstanden. Der gebildete Judenchrist schreibt ein hervorragendes Griechisch. Er mahnt die Christen der zweiten Generation, die in Gefahr standen, einen Glauben zu bekennen, der nicht mehr das ganze Leben durchdrang und verwandelte. Sein großes Thema ist die Vollkommenheit. Er spricht vom vollkommenen Glauben an Jesus Christus, von der vollkommenen Weisheit und vom vollkommenen Gesetz der Freiheit. Für ihn ist es wichtig, dass der Glaube sich in Taten ausdrückt, denn wenn der Glaube nicht sichtbar wird, ist er wertlos. Der Brief verbindet die Weisheit des Alten Testamentes mit der Botschaft Jesu, und mit den Einsichten der stoischen Philosophie. Er ist eine Mahnrede, die der mancher stoischer Philosophen gleicht. Jakobus spricht von den Versuchungen und Prüfungen, denen die Christen ausgesetzt sind. Wir sollen uns in der Versuchung bewähren und unsere Standhaftigkeit stärken. In der Versuchung sollen wir hören auf das Wort, das Gott uns sagt. Aber wir sollen auch nach dem Wort handeln. Ein wichtiger Bereich, wo wir unseren Glauben zeigen können, ist das Verhältnis zu den Armen. Jakobus spricht vom königlichen Gesetz, den Nächsten zu lieben wie uns selbst. Das königliche Gesetz sollen wir durch die Tat erfüllen. Wir tun es, wenn wir auf den Nächsten nicht herabsehen, sondern ihn als König und Königin behandeln. Und dann spricht Jakobus von der Macht der Zunge, durch die so viel Unheil in die Welt kommt. Durch die Zunge kann ein Feuer entbrannt werden, das die Menschen verschlingt. So mahnt uns Jakobus vor Zwietracht und Eifersucht. Der Brief schließt mit einem Aufruf zum vertrauensvollen Gebet, vor allem zum Gebet in Krankheit. Das Gebet wird den Kranken retten und aufrichten. Auch wenn Martin Luther den Jakobusbrief nicht geliebt hat, weil er den Glauben ohne Werke tadelt, so ist dieser Brief gerade heute hochaktuell. Denn wenn Christen nur theoretisch ihren Glauben zu Jesus Christus bekennen, ohne dass dieser Glaube in ihrem Handeln sichtbar wird, haben sie keine verwandelnde, und gestaltende Kraft für unsere Gesellschaft und für die Gestalt dieser Welt. Der Glaube muss sichtbar werden. Er soll diese Welt verändern. Christus hat uns nicht zur Mittelmäßigkeit berufen, sondern zur Vollkommenheit. Wer sich in das vollkommene Gesetz der Freiheit vertieft, das uns Jesus verkündet hat, und wer danach handelt, der wird selig, dessen Leben wird gelingen.